Hallo und herzlich willkommen YouTube. Wie ich dachte mir jetzt, wir reagieren mal ein paar Videos von Varion. Die sind dann sicher auch am Stück, weil es jetzt zum Beispiel nur 1 Minute 24 an will. Keine Handwerker in Deutschland. Mahlzeit. Na gut, dann nicht. Wer bist denn du? Okay, war der Chef schon hier oder kommt er noch? Was ist er denn für ein Maulfauler? Ah, Mahlzeit! Mahlzeit, Chef. Dann sind wir auch vollzählig für heute, ne? Wie vollzählig? Wo ist der Rest denn gerade? Naja, Kelle und Spachtel, die haben den Sack gehauen. Was? Wieso das? In den Sack gehauen? Was ist denn in den Sack gehauen? Ja, keine Ahnung, die meinen irgendwo, die Arbeitszeiten sind nicht mehr so gut irgendwie. Ja gut, 6 bis 18 Uhr Montag bis Samstag ist nicht für jedermann was, gut, ne? Kann ich persönlich... 6 bis 18 Uhr, das sind 12 Stunden. Das sind doch keine Arbeit, das sind Folterzeiten. Meinen wir jetzt wieder zum so... Aber das ist doch kacke. Ich kann dich zwar nicht nachvollziehen, aber wenn du das meinst... Und ja. Micha, wo ist der? Micha, der macht eine Umschulung jetzt, der ist auch nicht mehr hier. Okay, was denn für eine Umschulung? Ich glaube zum Eisenbahner im Betriebsdienst Fachrichtung Lokführer und Transport. Okay, und was macht man da? Ja, keine Ahnung, das war ein Eisenbahner im Betriebsdienst Fachrichtung... was halt der macht? Lokführer und Transport halt so macht. Und dafür, ne? Schult er jetzt um, oder was? Ja, entweder das oder Pferdezahn. Also ich habe irgendwie nicht so richtig gar nichts von beiden, Chef. Ich war vor 10 Minuten bei Ihnen im Büro, da habe ich Ihnen gesagt, ich werde Tatortreiniger. Ich will nur noch meine Sachen zusammenrollen. Okay, und wer war denn der Eisenbahner? Eisenbahner nicht, aber ich bin Lokführer. Wie, und was machst du denn hier? Ich bin Na, Mann. Wie geht jetzt schon alles durcheinander? Und was macht er dann hier? Der ist die neue Aushilfskraft. Wie kommst du denn auf die Idee, einen Lokführer bei uns einzustellen? Willst du, dass wir ab jetzt immer zu spät auf eine Baustelle kommen, hast oder hast du was? Schon mal probiert, einen Handwerker heutzutage zu finden? Überall herrscht Mangel, du Klugscheißer. Ja, wenn man nur mangelhaft bezahlt, ist auch kein Wunder, dass sich niemand meldet. Wenn man nur mangelhaft arbeitet, braucht man sich nicht wundern, dass man nur mangelhaft bezahlt Wenn man nur mangelhafte Leistung für die mangelhafte Arbeit aufgrund von mangelhafter Bezahlung bekommt, braucht man sich nicht wundern. Ruhe jetzt, sonst nehme ich dich in einen Mangel. Der hier ist übrigens meine Angel. Wieso hat er eine Angel dabei? Das ist jetzt eher meine Frage. Liebe Community, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Chef, du musst einfach... Chef, du musst ihn entfeuern. Mal tiefer in die Tasche greifen, wenn du nicht willst, dass die Leute andauernd wegrennen. Wenn ich noch tiefer in die Tasche greife, dann kann ich mir die Fußnägel knipsen. Ja, oder fang doch einfach mal mit 4-Tage-Woche an. Wie wär's denn damit? 4-Tage-Woche? Du kannst ja 40-Tage-Woche haben. Das kann ich dir anbieten. Ja, aber irgendwas musst du machen. Ich krieg das nicht... Er ist der einzige Angst. Ich alleine mit Lokführerangel. Wieso muss ich denn was machen? Ich habe doch Mitarbeiter dafür, dass ich nichts machen Wenn muss. Das deine Einstellung bleibt, dann hau ich auch in den Sack. Bevor du in den Sack haust, kündige ich dir. Zu spät, ich habe gerade schon gekündigt. Du hast nur erwähnt, dass du vorhast zu kündigen. Ich kündige. Geht gar nicht mehr, weil ich dich schon rausgeworfen habe. Das ist alles so lächerlich. Danke für nichts, so blöd, Mann. Du bist ein blöd, Mann. Jetzt fallen sie gleich wieder in die Arme. Du weißt Bescheid wegen Baustelle heute? Fährst erstmal alleine hin, denn. Er ist immer alleine. Ja. Wie kommst du denn auf die Idee, einen Lokführer bei uns... So, da gehen wir gleich ins zweite Video rein. Ich habe nämlich schon zwei... Also, da bin ich jetzt nicht so drin. Aber Steuern schauen wir uns an. Also, diese USA-Sachen und Jugendwürde, nee, aber... Ja, das ein oder andere Video davon werden wir uns noch anschauen, schön. Auf geht's. Oh, was ist der Einkauf? Ich will es aber von vorne absehen, nicht in den Ausschnitt. Leider, wieso markiert er bei mir eigentlich ab und zu? Let's go. Ah, warst du einkaufen oder Wie was? Wie du siehst, habe ich einen Einkaufstitel, also kannst du es dir ja denken. Hast du mir auch was zu essen? Also war ja nicht einkaufen. Hast du mitgebracht? Ja, aber du hast du überhaupt nicht gefragt. Wüsste nicht, dass ich dich daran erinnern müsste. Ja, okay, du hast jetzt zwei Optionen. Entweder du gehst nochmal... Ist das eine Frau oder ein Freund, in dem Fall, was er spielt? ...mal los und holst genauso viel für mich auch... Oder du gibst mir einfach die Hälfte von dir. Aber wieso muss ich das denn machen? Weil wir gemeinsam in der gleichen Wohnung leben und du von Anfang an wusstest, worauf du dich... Nein, wusste er nicht. ...dich einlässt, als du den Mietvertrag unterschrieben hast. Blödsinn. Hat dir niemand gesagt, dass du auch das Kleingedruckte lesen musst? Guck mal in den Mietvertrag rein. Das glaube ich dir nicht. Ja. Also, du hast zwei Optionen. Entweder du gehst nochmal los, holst mehr für mich oder du gibst mir die Hälfte ab. Ah, dann bekommst du halt die Hälfte ab. Oh, super, passt doch. Die komplette Hälfte? Ich wüsste nicht, dass es unterschiedliche Definitionen von die Hälfte gibt. Okay, ich komme dir ein bisschen entgegen. Sagen wir 45% komme ich dir entgegen. Oh, danke, wie gütig von Siehst dir. Siehst du, da fällt mir ein, ich schmeiß nächste Woche eine Party bei uns im Garten. Ja, klingt gut. Wenn du willst, kannst du auch gerne kommen. Ja, auf jeden Fall. Soll ich irgendwas mitbringen noch? Oder? Also, du hast genau zwei Optionen. Entweder du holst dir dein Zeug alleine und gibst mir davon natürlich die Hälfte ab. Ja. Oder ich kaufe alles ein, du kriegst davon die Hälfte ab, bezahlst mir die aber natürlich. Okay, du schmeißt eine Party, aber alle müssen sich ihr Zeug entweder selber mitbringen oder du besorgst es und sie bezahlen das? Die Hälfte bezahlen. Ja, die Hälfte bezahlen. Aber du bekommst auch nur die Hälfte natürlich, ne? Aber mal ehrlich, findest du das gut, wie du das Wieso? Machst? Wieso? Das ist doch absolut fair. Findest du? Sag mal, du hast... Ich find's gerade super.
Nee, ich kann dazu halt auch nicht sehr viel sagen aus der Position aktuell. Hast du heute auch Lohn bekommen, oder nicht? Ja, habe ich. Siehst du, genau. Und du musst ja keine Miete bezahlen, weil wir haben uns ja anders drauf geeinigt. Mhm. Zeig mal her deinen Lohn. Ja, hier. So, ich erkläre dir das jetzt. Ein für dich, ein für mich. Zwei für dich, zwei für mich. Oh, aber das ist schon so ein altes Meme. Drei für dich, drei für mich. Vier für dich, vier für mich. Und fünf für dich und fünf für mich. Also ich meine, gerechter geht das ja wohl wirklich nicht. Ich frage mich ehrlich gesagt, woher du deine Logik hast. Schönen guten Tag, dir. Ah, Papa, das ist ja eine Überraschung. Grüß dich. Ich war gerade in der Gegend. Ich dachte, ich guck mal vorbei und wollte fragen, ob du einkaufen willst. Ja, ich nicht, aber mein Mitbewohner war gerade. Ah, sehr gut. Hast du mir auch mein Essen mitgebracht? Was? Wieso? Sie haben mich doch gar nicht gefragt. Davon wusste ich nichts. Jetzt kommt das Lustige. Ja, okay, du hast jetzt zwei Optionen. Entweder du gehst noch... Ja, komm. Na, dann gucken wir uns gleich das nächste an. Nämlich Push. Und für den Auftrag hier konnte der Alte keinen anderen schicken, oder was? Keine Ahnung, schau mal nicht. Haben die hier keine Handwerker vor Ort? Jetzt müssen wir extra aus Deutschland kommen, damit das vernünftig ist, oder was? Ich verstehe dann aber nicht, warum er dich schickt. Ja, mach den Kopf zu. Was soll denn? So, er dich schickt. Ja! Keine Ahnung, im Auftrag steht Inst and... Setzung. Hat er das gleich ins Englische übersetzt? Sag mal, ist dein Gehirn noch im Flugmodus oder was? Hier steht Instandsetzung, du Vollidiot. Was soll das überhaupt? Instandsetzung, du Vollidiot. Bedeuten, was sollen wir denn hier in Stirn setzen? Keine Ahnung, lass uns doch erstmal hier gucken, was nicht tüffig ist. Na gut, wenn du das sagst. So, fangen wir mal hier bei der Wohnungstür an. Was fällt dir daran auf? Keine Ahnung, die sieht doch ganz gut aus, sag ich. Bist du blöd oder was? Die würde ich. Sieht super aus. Ich doch nicht mal mit Absicht einbauen, wenn ich wollen würde, dass jemand bei mir einbricht. Guck dir die doch mal an, die Kacke. Kennen die Amis hier kein vernünftiges Holz? Guck dir das doch mal an, da baut mein Neffe im Hort ja bessere Dinge, du. Also, sag mir nicht, dass er gleich da durchschlägt. Tür raus, oder ja, was? Ja, genau, ich mein Tür auf jeden Fall raus hier, da wird doch keine Ahnung, Pressholz legen, du. So, was ist das hier? Ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen fremd für dich, aber das ist Wasser, damit wäscht man sich, um nicht wie so ein Büffel zu riechen. Mensch, ich weiß, was das ist. Ich meine, den Wasserdruck steht am Ende vom Rohr jemand und spuckt durch, oder was soll das Selbst sein? Wenn das so wäre, wäre das immer noch ein bisschen mehr Druck als das. Und was ist das da? Da kommt ja die ganze Wand entgegen, du. Und mir kommt der Geruch von einem Dosenjährigen von heute Morgen entgegen, wenn du. Es ist einfach lustig, man kann halt zu diesem kurzen Schnipsel nicht sagen. Und auf Stift schreibt er auf der! Ich will keinen Dosenhering mehr kaufen für den Gesang. Mensch, nicht das, du Dummkopf! So, nächster Punkt, was soll das hier sein? Keine Ahnung, es nennt sich Wall oder Wand. Mensch, ich mein das hier. Bist du hohl, hast du Kohl. Macht überhaupt keinen Sinn, was ich gerade gesagt habe. Ich weiß nicht, we will rock you? Oder nicht? Ich meine, dass das hier eine Außenwand ist, aber total instabil ist. Ja, aber was willst du jetzt dran ändern? Die ganze Wand neu machen, oder keine was? Keine Ahnung, ist total provisorisch instabil. Haben die noch nie was von Stein gehört, oder hast was? Hast du noch nie was von Stein? Er hat wahrscheinlich irgendwas von Deo gehört. Von Parfüm gehört? Wenigstens der Balkon hier macht einen vernünftigen Eindruck. Aber sag mal, eine Sache finde ich ganz komisch hier. Was meinst denn du? Der riecht hier ganz schön merkwürdig, ne? Der komische Geruch kommt davon, dass du gerade gegen den Wind sprichst. Ich meine ja diesen süßlichen Geruch hier. Da habe ich vorher nur auf den Straßen hier von New York gerochen. Ich weiß nicht, was das ist. Ach, das meinst du? Nee. Den was? Geruch kenne ich auch nicht. Das ist mir auch fremd. Ja, vielleicht riecht das hier einfach so in der Graustadt, ne? Ja, kann sein. Der da oben ist mir vorhin auch schon aufgefallen. Überall einfach Löcher reingeballert und ein Rohr durchgeschoben. Ne? Sieht doch aus, ja, okay, aber was willst du da jetzt machen? Ja, nichts, aber ich wollte wenigstens mal anmerken. Also im Prinzip willst du das ganze Ding hier abreißen und dann neu bauen, oder ja, was? Ja, so schlimm ist nicht, ne? Aber ich meine, günstig wird das auf gar keinen Fall hier, ne? Hast du das jetzt mittlerweile alles aufgeschrieben? Ja, aber das ist noch nicht fertig. Weil, wie noch nicht fertig? Du sollst kein Gedicht schreiben, ne? Das ist noch nicht vollendet. Mensch, Zeug, hey! Ist noch nicht vollendet. Oh, Mann! Jetzt. Nee, das ist mir peinlich. Zeig her jetzt die Kladde hier, du. Stift, was ist eigentlich los mit dir? Ich rufe jetzt den Chef an, du machst das fertig hier. Wird gemacht, Opa. Hallo? Moin, Chef, ich wollte nur Bescheid geben, dass wir jetzt Feierabend machen hier. Ne? Haben wir uns alles angeguckt, dann wollen wir morgen anfangen hier. Ne? Wie Feierabend? Hast du mal aufs Tacho geguckt? Das ist 23 Uhr. Wie 23 Uhr? Das ist 17 Uhr bei uns hier in New York. Was, New York? Ihr solltet nach York, hier um Ecke nicht... Ja. Ihr nach New York, ihr Vollidioten. Ach so? Wie seid ihr denn da überhaupt hingekommen? Ja, gefahren halt, ne? Fährt wie gefahren halt. Mann, da ist ein großer Teich dazwischen. Wie geht das überhaupt? Sag mal, was genau soll ich nochmal aufschreiben? Ah, ja, gute Unterhaltung. Leute, was schauen wir uns denn noch an? Sag mal, wir machen bis zum Zwambo. Sind Zwambo noch inklusive? Die beiden schauen wir uns an.
Zukunft nicht, aber ja. Auf geht's. So, so, ne Mann, hast ja auch endlich mal den Führerschein geschafft, ne? Hat ja auch nur 6 Anläufe gedauert, ne? Und für Theorie hast du auch nochmal 7 Versuche gebraucht, ne? Dafür konnte ich aber nichts. Die Fragen waren teilweise so doof gestellt. Ja. Fahrschule, Theorie einmal durchgefallen, Praxis gar nicht. Ja, wenn der Bauer nicht schwimmen kann, liegt es an der Badehose, ne? Und hier sind 50, wo bist du denn so in Eile, sag mal? Ich fahr doch aber 52. Ja, willst du uns umbringen? Kühl mal ein bisschen die Düse hier, wir sind nicht in deinem Need for Fast and the Furious Teil. Kann ich dein Auto eventuell am Samstag haben? Ja, wofür? Na, zum Fahren. Mensch, spreche ich durch eine Trompete oder was? Ich weiß, was du meinst. Wohin willst du fahren? Wohin willst du fahren? Willst du fahren? Naja, wir wollten abends feiern gehen und ich bin halt Fahrer. Wie viele Leute seid ihr denn? Naja, Jimmy, Karl, Matteo und ich. Kenn ich nicht, sag mir Jimmy und Karl kenne ich seit der Grundschule und Matteo kennst du auch. Ist das hier der Lütte? Ja, der Lütte ist das, genau. Ist das hier der mit der komischen Frisur? Mhm. Der, ich meine, genau. Solange die ihren Mageninhalt in meinem Auto nicht entlernen, ist mir das egal. Wahrscheinlich sind es eh nur Jimmy, Karl und ich, weil Matteo zu Hause bleibt. Ja, würde ich mit seiner Frisur auch an seiner Stelle. Mit seiner Frisur. So, hier sind immer noch 50, ich, ne? Ich fahr doch aber 49, Papa. Ja, schleichen musst du auch nicht. Einfach an die 50 halten und gut ist. Und da vorne ist ein Stoppschild, man. Siehst du das nicht, oder was? Aber das ist 50 Meter weit weg. Ja, und ich habe nicht gesehen, dass du in Erwägung gezogen hast, den Bremsvorgang einzuleiten. Ja, weil das Schild ja eh erst da hinten kommt und ich da eh nicht langen muss. Ja, kein Wunder, dass du so oft durchgefallen bist. Ich wollte demnächst auch mal gucken wegen einem eigenen Auto. Hast du überhaupt Geld dafür? Naja, ich habe ein bisschen gespart und Mama meinte, ihr gebt auch ein bisschen was dazu. Ja, natürlich. Eigenes Auto, das wäre mein Traum. Ich habe nur noch kein eigenes. Die müssen dir ja dann wieder angepumpt werden, ne? Was willst du dir denn holen? Weiß doch nicht, ich wollte mir einen neueren holen. Hol doch lieber ein altes Modell, ist egal, ob du einen Kratzer reinballerst oder nicht. Ja, aber die neuen sind sicherer. Ja, dann erzählen sie dir auch nur, damit sie dir den ganzen Mist andrehen können. Die alten. Nein, die neueren sind sicherer. Weil mehr Fahrassistent. Ob das immer so gut ist. Alter, ich fahre ja, also zu Hause, wir haben einen Toyota Verso, eine Fahrstuhl bin ich, ein VW Golf und ein Seat gefahren. Ich weiß aber nicht mehr, was für einen. Die Kern hatten wenigstens nicht so viel Plastik drin, viel sicherer. Ja, ich kann mich ja noch mal Mensch, da vorne ist ein Zebrastreifen, brauchst du eine Brille oder was? Mensch, ich trag doch eine. Ja, dann nutzt die gefälligst auch, du hättest die Leute ja fast weggefächert. Das ist aber niemand. Ja, aber wenn, dann hättest du die weggemäht wie so ein John Deere. Aber ich hab meinen Führerschein, ich kann fahren. Nur weil du einen Lappen hast, heißt das nicht, dass du noch fahren kannst. Ein Bauleiter kann auch kein Bau leiten, lass dich mal nicht täuschen von so einem Stück Papier, du. Oder hast du schon mal einen Zitronenfalten sehen? Ich nicht. Alles klar, das wäre mir jetzt schon zu viel. Also mach einen Kopf zu! Ja, das kann man aber auch nicht vergleichen. Ja, ja, ich habe schon 30 Jahre meinen Wisch. Ich lass mir gar nicht einen Kopf kommen von dir, du. So, und da vorne kommt eine 30er-Zone. Was rast du denn schon wieder? Wir sind doch nicht auf aber dem Flug. Aber die sind 100 Meter da hinten. Da muss ich doch jetzt noch nicht runterbremsen. Vorausschauendes Fahren. Ich weiß nicht, was daran so schwer ist. Absolut Hättest nicht. Du den Führerschein nicht abgeben müssen für 18 Monate, nachdem du mit 100 zu viel im Verkehrsbuch... ja! ...im Bereich gefahren bist, müsste ich dich nicht umherkutschieren und du könntest alleine fahren. Das ist also der Dank dafür, dass ich dir mein Auto zur Verfügung stellte. Ja, finde ich gut. Schleichen musst du auch nicht. Einfach an die 50 halten und gut ist. Und da vorne ist ein Stoppschild, Mensch. Jürgen. Schauen wir das und schon aufs nächste, Leute. Da sind wir ganz schön spät heute dran, ne? Ja, ich hatte mir gerade noch eine Doku angeguckt über hier das Tempolimit. Tempolimit? Werner, das sind die Dinge zum Nase ausschnauben. Die wollen sie jetzt limitieren, oder was? Ich denke mal, die wollen da so eine Limited Edition raus. Ja, es gibt schon wieder für die A24, wollen wir uns wieder einführen auf jeden Fall. Also so eine Schnieke-Version, oder? Ja, genau, hast du eine goldene Rotzfahne bestimmt. Ich meine, das macht die Schnodder auch nicht schöner, muss man sagen. Du, ich hab mir das nicht ausgedacht. Doch, nee, ich sag ja... Uiuiui. Ich hab echt Angst, dass ich wieder gestrikt werde. Ich bin tatsächlich ein Befürworter des Tempolimits. Weil eigentlich sehe ich da keinen wirklichen Nachteil. Leute, seid ihr ein bisschen mal im Kopf? Ja, ein bisschen. Tempolimit bezieht sich auf die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn, man. Ach so. Habt ihr davon nichts mitbekommen, oder was? Ja, nee, also, ja doch, jetzt, halt von dir gerade, ja, ne? Und da wird immer wieder mal drüber debattiert, ob man... Ja, also ich sag's ganz ehrlich, eigentlich ist es schon sinnvoll, du brauchst kein Auto, was schneller ist. Oder 20 musst du nicht fahren unbedingt, außer du überholst, aber... Mein Gott. Nicht eine Begrenzung... Vielleicht ist aber Tempolimit auch die falsche Herangehensweise, sondern in dem Fall wirklich Bestrafung für extrem schnelle Autos. Machen sie. Aber das haben wir doch jetzt eh schon. Durch die ganzen Baustellen kannst du eh nicht schnell genug fahren. Ja, und außerdem haben die doch alle schon von Fabrik aus irgendwie so eine Geschwindigkeitsbegrenzung eingebaut. Also mehr als 250 Leute. Ja, die können nicht ganz hoch gehen. Irgendein Chip wird das stoppen. Läuft meiner nicht. Und trotzdem kann es sein, dass du bald nur noch 130 fahren darfst. Meinst du hier innerorts? Mensch, auf der Autobahn! Sind wir denn nicht die Einzigen auf der Welt, die nicht schneller fahren dürfen? Eigentlich sind wir mit die Letzten, die noch kein Tempolimit haben, ne? Und ehrlich, ist das so? Ja, das ist so, aber man muss... Ja, es ist ein schwieriges Thema.
muss ja auch nicht immer auf die anderen gucken. Warum wollen die das denn überhaupt machen? Ich denke mal wegen Klima, ne? Ja, genau. Ja gut, ich meine, im Endeffekt ist mir da, wenn die das machen wollen, ist mir das auch Latte, ne? Mensch, willst du nicht schnell fahren? Ich meine, ich fahre eh mal 150, also die 20 km/h machen, ne, die locken auch nicht wellig, ne? Also mir ist das Latte. Ja, aber dann dürftest du ja nicht mal schneller fahren. Ja, dann ist das so, mir egal. Also mich macht der total wütend. Ja, ich meine, ein bisschen... Ich finde, also, es hat nicht nur den Klimaaspekt, das Klimaaspekt ist ja minimal, aber weniger Unfallgefahr. Du bist ja nicht schneller, nur weil du ein bisschen schneller fährst an der Stelle. Sicherer wäre das ja schon, ne? Warum denn sicherer? Ich meine, wenn du jetzt 130 statt 230 fährst, dann ist das auch viel angenehmer. Als ob die 100 km/h da jetzt irgendeinen Genau, die machen keinen Unterschied. Unterschied machen. Ja, mal angenommen, du musst niesen. Bei 230 km/h machst du die Augen zu. Machst wieder auf und dann bist 63 Meter weitergefahren schon. Bist du Günther Einstein oder woher weißt du denn alles? Ja, das stand im Skript vorhin, was er uns gegeben hat. Ach so, ja. Das sollst du eigentlich nicht sagen, Günther. Ja, aber das stand so im Skript, dass das im Skript steht. Mach bitte einfach weiter jetzt, okay? Ja, jetzt bin ich raus. Tempolimit. Ich bin dagegen, du bist dafür und Werner ist einfach nur da, so wie immer. Nee, so Werner ist einfach nur da, so wie immer. Das ist ja nicht, ne? Also ich bin ja eigentlich schon dafür. Ja, ne? Also 2-1 quasi. Ja, ne? Warte mal ganz kurz. Was ist mit dir? Junge, ich gehöre doch gar nicht dazu. Aber dafür bin ich trotzdem, ey. Jetzt weitermachen. Ja, bitte. 3-1 quasi. Also ich bin absolut ja, dagegen. Ja, das hast du jetzt mehrfach betont, aber warum denn so doll? Ja, ich mag das einfach, wenn man 230 km/h. Da käme man für dich auf die Rennstrecke, finde ich. Ein bisschen Fahrtwind ins Gesicht weht. So. Ja, und ich mag das ganz gerne, dass mir bei 230 km/h kein Tanklastwagen ins Gesicht weht. Ja, das ist so ein Punkt, stimmt. Aber ja. Eine Sache verstehe ich halt auch immer noch nicht. Warum ne? Sich umfahren und umfahren das gleiche Wort teilen, obwohl sie komplett das Gegenteil bedeuten? Umfahren und umfahren, ja. Du fährst doch noch nicht mal Auto und du hast auch noch nicht mal einen Führerschein. Wieso machst du denn hier so ein Fass auf? Stimmt, das ist auch echt so ein Thema. Also die keinen Führerschein haben, sagen das sehr, sehr häufig. Ich finde, eigentlich bin ich echt ein Befürworter. Ja, du musst noch was sagen, Jürgen. Ach so, ja. Ja, mir geht das einfach ums Prinzip, ne? Du wirst ein Einsatz, sehen wir mal sehen. Und das wird dann, das ist so dieses... Dir auch schenken können, ne? Na klar, dass du das wieder alles kacke findest, so wie immer. Hör auf zu sappeln jetzt, Feierabend hier. Also ich sag's, wie es ist. Ich kann auf die Rennstrecke gehen, wenn man einfach ausfahren will. Ja. Die beiden Videos werde ich mir noch anschauen, den Zwangbo. Fangen wir an damit. Und Stefan, was hast du so im Urlaub gemacht? Naja, also... Ja, schön, dass das geklappt hat, ne? Ja, ob das so schön ist, das sehen wir gleich, ne? Bitte? Hm? Genau, ja, sie haben sich ja hier beworben bei uns. Wie kamen sie denn hier auf die Firma? Ja, im Prinzip habe ich gegoogelt, was dicht bei mir um die Ecke ist und das kam hierbei raus, aber ne? Sie wissen schon ein bisschen, was wir hier machen? Irgendwas im Büro. Überhaupt nicht weiß ich, was ich meine. Oh, ne, glaube ich, hier. Ja, geht das auch ein wenig präziser? Irgendwas im Büro am... Schreibtisch? Ja, also wir sind ein kundenorientierter Betrieb mit Schwerpunkt auf Finanzpraktizierung im Social-Media-Bereich. Ja, das kann ich. Okay, was haben Sie denn vorher gemacht? Ja, schon so was Ähnliches, ne? Geht das auch ein bisschen präziser? Ja, schon so was Motion, Kundenbetrieb und Finanzierungsarbeit, ne? Naja, gut. Ich lese hier in Ihrer Bewerbung, dass Sie viel im Team gearbeitet haben, ne? Ja, mit viel Abstand zu meinem muffigen Arbeitskollegen, aber ja. Teamarbeit wird in unserer Firma sehr, sehr groß geschrieben. Wir sind im Prinzip wie eine Familie. Ne, Peter? Ein sabbeliger Pause. Sehen Sie, wie... Geiler Kollege, erstmal rein da. Geschwister, wie zu Hause. Na gut, dass Sie das ansprechen. Wie ist denn das hier mit Pausen und so eigentlich? Naja, also so feste Zeiten, davon halten wir nicht so viel. Wir wollen das lieber... Leitzeit, geiles Thema, habe ich auch. So ein bisschen flexibler gestalten, das können Sie machen, wie Sie wollen. Hauptsache, die Arbeit ist am Ende des Tages natürlich erledigt. Also mit anderen Worten, wir kriegen hier so viel Arbeit, dass wir gezwungen sind, die Pausen durchzuarbeiten. Genau so ist das, richtig. Ja gut, aber dafür haben wir auch... Naja, das mache ich nicht. Ich habe meine Stunden in der Woche, die muss ich erledigen. Was ich da drin erledige, ist denen scheißegal. Catering, jeden Tag eigentlich. Mein kostenloses Essen ist ja schon mal nicht verkehrt. Das ne? Ist ein Obstkorb und ein räudiger Kaffee, mehr ist das nicht. Ist das der Obstkorb, den ich hier beim Reingehen gesehen habe? Ja, da? Genau, genau, der ist der. Achso, ich dachte, das wäre der Bio-Abfall. Ja, du, genauso schmeckt er doch. So, ich sehe hier... Ich finde es auch gut, dass er jedes Mal eine andere Melone hält. In Ihrer Bewerbung auch, dass Sie fließend Englisch sprechen. Ist das wahr? Sie, Senorita. Gut. Ja, haben Sie denn noch irgendwelche anderen Dinge, die Sie interessieren hier, was ich Ihnen beantworten kann über die... Ist die Bezahlung. Firma? Also? Ja, habe ich. Wie sieht das aus mit den Radetten hier? Radetten? Ja, mit den Kröten, mit den Zwambos und so. Was meinen Sie? Mensch, was ist mit der Knete hier? Mensch, wir wissen, wie viel Geld man verdient. Ach so. Hm. Ja, also das Geld wird hier leistungsorientiert bezahlt, ne? Ja, also mit anderen Worten, wenn ich nichts mache, bekomme ich auch nichts. Mit anderen Worten, wenn du was machst, kriegst du trotzdem wenig. Naja, also ganz so schlimm ist das nicht, ne? Aber im Prinzip hat er recht, ja. Naja, aber diesen Job hier, das müssen Sie auch mehr wie so ein Sprungbrett sehen, ne? Also...
Wie ein Sprungbrett. Ich will schon fair bezahlen. Ich reg mich ja über meine Zugehalt schon auf, aber mein Gott. Will ich jetzt auch nicht in die Öffentlichkeit treiben. Das ist wieder so ein extremes Diskussionsthema. In die Arbeitslosigkeit, ja. Ja gut, wann kann ich denn anfangen hier? Naja, Moment mal. Also wir haben schon noch andere Bewerber, ne? Und im Moment sind wir auch noch voll besetzt eigentlich. Nee, jetzt nicht mehr, ich kündige. Gut, wann wollen Sie denn anfangen? Ja, ich guck mal. Ich würde mich sonst einmal melden, ne? Dankeschön. Ja, kommen Sie rein. Ja, schönen guten Tag. Ich bin hier wegen des Bewerbungsgesprächs. Noch einer. Nichts Besonderes eigentlich, das Übliche so, ne? Also, das, ja, ich hab viel entspannt so. Nee, ne? Du, bei mir war die letzten Tage auch nichts los. Sag mal, hast du schon mal was von Motion, Kundenbetrieb und Finanzierungsarbeit gehört? Nee, du, das sagt mir gar nichts. Ja, nee, dann. Nee, dann mir auch nicht, ne? Alles klar. Ja, im Prinzip habe ich gegoogelt, was dicht bei mir um die Ecke ist. Okay. Und das kam hierbei raus, ne? Dann schauen wir das letzte Video von heute bei Varion an. Nämlich der Zwanni. Zwambo, Zwanni, Zwacken. Auf geht's. Jungs, kann man eine Geld borgen? Ich wollte mal auf dem Weg nach Hause gleich noch was zu essen und ich habe nichts mehr. Ja, ich kick mal noch, warte weiß mal. Weiß nicht, ein Fünfer oder ein Zehner oder so wird reichen. Ja, ein Fünfer habe ich das eigentlich mal. Warte mal. Leute, ich muss mal kurz was gucken. Wir können das auch mal zusammen gucken eigentlich. Ich bin mir nämlich eigentlich schon fast sicher, dass ich darauf schon reagiert habe tatsächlich. Ziemlich früh sogar. Bin mir aber jetzt nicht mehr genau sicher, ob es der schon war, das Video. Weil, ja. Playlisten, da, Reaktion. So. Nee, mit Zwambo war das noch nicht dabei. Ja, dann reagieren wir darauf noch. Weiter geht's. Habe ich, glaube ich, noch in meiner Tasche, ja. Ein Fünfi? Ja, ein Fünfi. Und ich glaube, ein Zwambo habe ich auch noch. Ja. Gabriel Stalinski, ich brauche das T-Shirt. Ja, müsste ich auch ein noch haben. Fünfi und Zwambo, was soll denn das sein? Ja, wahrscheinlich ein 5-Euro-Schein und ein 20-Euro-Schein. Ja, das ne? ist mir auch klar, aber was sind das für dämliche Namen? Wieso, das sagt man halt das so. Das sagt man nicht so. Also... Wir lesen das, was draufsteht, Leute. Das war überhaupt nicht so. Ein 5-Euro-Schein ist ein Fünfer und ein 20-Euro-Schein ist ein Zwacken. Ein Zwacken? Nee, das ist ein Zwanni. Nee, ein 20-Euro-Schein ist ein Zwambo. Keine Sau sagt Zwambo, du Hoshi. Du bist ein Hoshi. Was sagt ihr denn zum 50-Euro-Schein? Ja, ist doch ganz klar. Nee, ein 50-i. Warte mal, das war jetzt alles durcheinander. Was hast du gesagt? Ich hab Fuffi gesagt. Und du? Ich hab 50-i gesagt. Also ein Fuffi würde ich ja noch durchgehen lassen, aber was zur Hölle ist ein 50-i? Keine Sau sagt ja, das. Sagt keine Sau wirklich nicht. 50-Euro-Schein ist das. Wir reden doch nicht aneinander vorbei, oder was? Du willst uns doch hier verkackern, oder? Das denkst du doch alles aus. Nein, das sagt man bei uns so. Was hast du nochmal gesagt? Nein, ein Fuchs ist das. Ja, okay, ein Fuchs geht. Würde ich checken, was du meinst. Ja, das ist ja ein gängiger Begriff. Fuchs sein heißt halt... Fuchs? Nicht nur einen buschigen Schwanz haben, ne? Aber bei einem 100-Euro-Schein sind wir uns einig, oder? Ja, klar, ein Huni. Ja, ein Huni, ja. Oder einfach ein Schein. Wie nennst du das Ding? 100-Ziggy oder was? Ich sag Lappen. Lappen, wieso das denn? Ja, weil das Ding so groß ist wie ein Lappen. Ich meine, ich habe jetzt keinen hier, aber der ist... Das ist größer als ein Lappen. Wartet. Ich habe beides. Ich habe einen Lappen. Ich müsste auch einen 100er-Schein haben. Jetzt muss ich nur wissen, wo mein Portemonnaie liegt. Das sind immer die richtigen Momente, Leute. Und ich muss meine Kamera richten, wo ich die richtigen Sachen suche. So, da ist das Portemonnaie. Jetzt wird das erstmal nachgeprüft, Leute. So wie es sich gehört. Ob das wirklich so groß ist. Ich muss vorher noch meine Kamera richten. Also, das ist nicht so groß wie mein Lappen. Mein Lappen ist größer. Das Einzige, wo die gleich sind... Also, es passt ja überhaupt nicht. Ich kann ja meinen Lappen da schon fast einpacken. Aber der ist fast so breit wie mein Lappen. Muss mal zur Bank gehen. Nein. Leute, das sollte ich echt mal machen. Okay, damit haben wir das Thema auch abgeschlossen. Und weiter geht's. Ist nicht so groß. Würde ich aber auch sagen, das ist schon ein ziemlich kleiner Geldschein. Right? Also ich finde, das ist ein ziemlich großer Geldschein. Der ist meiner Meinung nach weit über dem Durchschnitt. Und außerdem kommt es auch auf die inneren Werte an. Was mit einem 10-Euro-Schein? Wie nennt ihr den? Ein 10er, würde ich sagen. Ja, 10er. Ja. Ja, ein 10er. Wenigstens sind wir uns da einig. Ja, der top. Passt aber auch einfach nichts anderes, muss man sagen. Können wir uns nicht einfach darauf einigen, dass man 5 Euro... Alles klar.
Euro, 10 Euro, 20 Euro, 50 Euro Scheine etc. sagt, dann wird es gar keine Verwirrung geben. Man könnte sich auch einfach darauf einigen, dass du nicht so eine bekloppten Begriffe nimmst. Ich meine, das wäre die weitaus bessere Option. Ja. Ja. Ja, oder so. Ja, ist auch in Ordnung. Ja gut, aber hat denn jemand jetzt ein bisschen Geld für mich? Ja, ich habe einen 20 für dich. Hör mal, Dank. Kriegst du wieder natürlich. Was bist du denn zum Ampfen holen gleich? Ich weiß noch nicht, aber ich habe irgendwie Bock auf einen Dürüm. Du meinst Dönerrolle, ne? Ihr meint wohl Dönerstange, oder? Alles klar, da geht's weiter. Dönerstange? Ich hau dir gleich eins in deine Fresstheke. Meinst du nicht eher Fresstresen? Sag mal, hast du schon... Das haben wir schon geguckt, Leute. Damit verabschiede ich mich von YouTube und ja, wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.